Hallo, ich bin Nele vom E-Bildungslabor und in diesem Video möchte ich gerne zum Thema Lernen mit KI einen Überblick geben. Ich habe mir überlegt, dass ich das anhand von drei Fragen machen möchte, nämlich zum einen der Frage, worüber sprechen wir eigentlich, wenn wir über Lernen mit KI sprechen? Die zweite Frage ist, was bedeutet das für die Bildung? Und die dritte Frage ist dann, wie können wir ganz konkret damit umgehen? Also, lasst uns starten. Erste Frage, worum geht es eigentlich? Ich finde diese Frage wichtig, weil wir ansonsten KI als einen sehr, sehr schillernden Begriff stehen lassen und dann den auch pädagogisch gar nicht fassen können. Das hat eine relativ lange Tradition. Also wenn man in die Geschichte blickt und zu dem Beginn der KI-Debatten in den 50er und 60er Jahren, dann war KI immer was, was technologisch gerade so möglich war oder vielleicht auch gerade noch nicht so möglich war und damit eben auch gesamtgesellschaftlich zu ganz, ganz großen Diskussionen geführt hat. Wir erleben das heute, dass wir oft damit konfrontiert sind, dass in der pädagogischen Debatte irgendwas als mit KI markiert wird und dann so den Anschein erweckt wird, dass es jetzt was ganz Hippes und ganz Cooles und was ganz Modernes, was bestimmt alle unsere Herausforderungen lösen wird. Aber es ist eben eigentlich gar nicht konkret klar, was soll denn jetzt da eigentlich die KI dahinter sein? Und man kann diese Schillerndheit des Begriffes auch für sich selber versuchen, deutlich zu machen, indem man sich einfach mal Stift und Papier schnappt und versucht, eine kleine Skizze zu machen von künstlicher Intelligenz. Wie könnte ich denn sowas auf ein Papier bringen und zum Beispiel auch anderen erklären? Damit das klappt, das ist eben meine erste These, müssen wir klarer sagen, worüber wir denn eigentlich reden. Und es gibt da einfach nicht die KI, sondern jetzt aktuell in der Debatte seit der Veröffentlichung des Tools ChatGPT im November 2022 dreht sich die Debatte aus meiner Sicht hauptsächlich darum, dass wir uns überlegen müssen, wie können wir mit den Sprachmodellen, die jetzt einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht haben zu dem, was man vorher zumindest als Nutzer oder als Nutzerin kannte, wie können wir mit diesen Sprachmodellen in der Bildung umgehen? Und um diese Frage zu lösen, müssen wir nochmal klarer klären, worüber wir denn dann eigentlich reden. Aber wir fragen dann eben nicht, was ist denn dann eigentlich KI, sondern wir können uns konkreter angucken, was macht denn so ein Sprachmodell und wie funktioniert das? Und wenn wir vorher diesen Test gemacht haben mit dem Bild, was könnte ich da aufzeichnen, da finde ich, wenn wir Sprachmodelle und nicht allgemein den schillernden Begriff KI nehmen, dann kann man ein Bild aufmalen. Ich würde nämlich an dieser Stelle ein Papagei aufmalen. Das ist ein Bild, was die Computerlinguistin Emily Bender geprägt hat, die von Sprachmodellen eben als stochastische Papageien spricht. Und ich finde es tatsächlich sehr, sehr treffend, weil man kann sich so einen Papagei vorstellen, der irgendwo in einem Wohnzimmer sitzt und immer, wenn sich Menschen unterhalten, schneidet er so ein bisschen mit und kriegt mit, was sind denn da für Wörter, was sind denn da für Sätze, die fallen. Und in irgendwelchen Situationen kann dieses Tier dann plötzlich loskrächzen und eben Satzbausteine und auch zusammenhängende, längere Sätze loskrächzen. Und das kann mal passend sein, das kann auch mal völlig unpassend sein, aber auf diese Art und Weise krächzt eben ein Papagei. Jetzt kann man natürlich ein Tool wie ChatGPT und Sprachmodell nicht direkt mit einem Papagei vergleichen, weil so ein Tool ist natürlich kein Lebewesen. Und das, was wir, wenn wir da einen Prompt reingeben, als eine Antwort kriegen, ist natürlich dann schon auch viel, viel mehr als das Gekrächze von einem Papagei. Aber ich finde, dass das Bild hilft, dass man sich eben angucken kann, wie funktioniert denn das in irgendeiner Form dahinter? Und da ist es tatsächlich sehr, sehr ähnlich, dass man sich vorstellen kann, diese Software wurde gefüttert mit ganz vielen Inhalten, mit ganz vielen Daten und wurde so programmiert, dass sie gelernt, also dass man beigebracht hat, diesem Tool Satzstrukturen zu erkennen und auf diese Weise auch selbst Sätze bilden zu können. Und wer schon mal ChatGPT ausprobiert hat, wird es ja auch mitkriegen, dass das tatsächlich sehr, 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 sehr gut funktioniert. Aber trotzdem bleibt das Tool im Kern sowas wie ein Papagei. Es kriegt ein Prompt und rechnet dann durch, was könnte denn jetzt dann hier am ehesten noch in irgendeiner Form von der Wahrscheinlichkeit her passen und krächzt das dann eben einfach in diesen Chat hinein und ich habe dann meine Antwort.
Vor diesem Hintergrund ist es völlig müßig, sich darüber zu unterhalten, ob jetzt ChatGPT in irgendeiner Form lügt oder ob das ein Thema verstanden hat oder inwieweit es einen Text analysieren kann. Denn natürlich sind es all das Sachen, die so ein Tool, so ein krächzender Papagei, so eine Software, die einfach Wörter nach einer gewissen Wahrscheinlichkeit zusammenwürfelt, sodass sie bestmöglichst in diesen Kontext passen. Natürlich kann so ein Tool das nicht. Aber was das Tool eben kann, ist dann eben trotzdem, wenn eine Frage kommt, passend zu diesem Kontext sehr, sehr viel Inhalt auszuspucken. Und weil das so ist, prägt es dann die Art und Weise, wie wir lehren und lernen. Das bringt uns zur zweiten Frage. Was bedeutet ChatGPT oder eben diese Sprachmodelle für die Bildung? Erstens finde ich, solche Sprachmodelle können einfach als ein Werkzeug eingeordnet werden. Das erkennt man heutzutage noch nicht so ganz, weil das natürlich alles sehr neu ist und dann oft auch sehr, sehr faszinierend. Trotz alledem denke ich, dass wir, wenn wir uns erstmal ein bisschen dran gewöhnt haben und sich diese Tools auch weiter verbreitet haben, in ein paar Jahren damit ähnlich umgehen werden, wie wir jetzt umgehen, beispielsweise mit einer automatischen Rechtschreibkorrektur, mit einem Übersetzungstool oder auch ganz banal mit dem Taschenrechner. Aber das braucht natürlich Zeit, das muss sich einspielen und dafür braucht es auch den Raum, damit man da entsprechend ausprobieren kann. Zweite Perspektive, ich glaube, dass ChatGPT auch ein weiterer Anstupser sein kann für eine Veränderung von der Lernkultur hin zum Lernen, was mehr auf Schlüsselkompetenzen wie Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und kritisches Denken zielt und nicht so sehr ein traditionelles Lernen im Blick hat im Sinne von, hier ist die Lehrperson, die hat einen Lerninhalt, den versucht sie zu vermitteln an den Schüler oder an die Schülerin. Die nehmen das auf, schreiben das später auf und es wird korrigiert, ob alles aufgenommen wurde entsprechend. Man kann das begründen, dass es ein Anstupser sein kann für eine veränderte Lernkultur, weil ChatGPT vor allen Dingen, so ist zumindest meine Beobachtung, an den Schulen, die noch ein sehr traditionelles Lernen haben, zu einer riesigen Irritation geführt hat, weil das diesen traditionellen Lernprozess, den ich dargestellt habe, natürlich sehr grundlegend in Frage gestellt hat. Weil wenn ich als Lehrperson einfach eine Frage reingebe, die ein Schüler oder eine Schülerin jetzt ganz genauso an ChatGPT auslagern kann und mir dann nicht selbst die Antwort aufschreibt, sondern eben die Antwort, die ChatGPT ausspuckt, dann werde ich das in den allermeisten Fällen überhaupt gar nicht merken können. Und von daher fragt man sich natürlich Hilfe, was mache ich denn dann jetzt hier noch als Pädagoge oder als Pädagogin? In einem anderen Fall, wenn wir also schon ein Lernen haben, was stärker auf diese Schlüsselkompetenzen zielt, wo wir projektorientiertes Lernen machen, wo wir versuchen, dass Schülerinnen und Schüler auch selbst was erarbeiten, was sie dann nachher präsentieren, wofür sie sich auch selber hinstellen und in irgendeiner Form für was werben, versuchen in irgendeiner Form irgendwas voranzubringen, dann sind all das Sachen, wo ChatGPT auch eine Rolle spielen kann und da kann es ganz viele spannende Diskussionen dazu geben, also wie kann ich das genau zum Brainstorming zum Beispiel nutzen? Wie kann ich das Tool nutzen, um auch eine Selbstüberprüfung oder ein Selbstlernen voranzubringen? Wie kann ich das nutzen, um ganz schnell einen Überblick über unterschiedlichste Themen zu bekommen? All diese Fragen stellen sich dann auch. Also es ist da nicht geklärt, was wir dann genau mit ChatGPT machen können. Aber die Diskussion ist doch auf einer ganz anderen Grundlage, weil eben nicht so der Boden ein bisschen unter den Füßen weggezogen wurde und man dann jetzt erstmal denkt, Hilfe, wie wollen wir denn damit überhaupt umgehen? Dieses Tool, das bringt jetzt einfach alles durcheinander. Also deshalb zweiter Punkt, ChatGPT kann ein Anstupser sein für eine veränderte Lernkultur. Dritter Punkt, und das ist das, was aus meiner Sicht in der Debatte immer ein bisschen untergeht. Ich finde, dass ChatGPT oder eben diese Sprachmodelle oder wenn wir den schillernden Begriff KI nutzen wollen, auch selbst viel, viel mehr zu einem Lerngegenstand gemacht werden müssen. Das kann man ganz einfach dadurch begründen, dass man sich klar macht, dass Lernen oder Bildung ja darauf zielen soll, dass Lernende gesellschaftliche Handlungsfähigkeit erwerben. Und in der digitalisierten Gesellschaft gehört zu so einer gesellschaftlichen Handlungsfähigkeit natürlich dazu, dass man auch die technologische Entwicklung betrachten, verstehen und dann in irgendeiner Form auch gestalten kann. Deshalb ist es wichtig,
wichtig, dass so ein Grundverständnis da ist, was passiert denn da eigentlich und wie funktioniert das. Aber vor allen Dingen muss sowas einen Raum haben in Lernprozessen, dass Schülerinnen und Schüler eingeladen werden, sich Gedanken darüber zu machen, was für eine KI oder was für ein Sprachmodell wollen wir denn überhaupt? Welche Rolle soll Technologie in unserer Gesellschaft spielen? Welche Regeln wünschen wir uns da in irgendeiner Form? Wie kann sowas so gestaltet sein, dass das zu klügeren Menschen führt und eben nicht zu menschenähnlicheren Maschinen? Das sind alles Fragen, die sich stellen, wenn wir uns diesen dritten Punkt angucken, also ChatGPT oder Sprachmodell auch selbst zum Lerngegenstand zu machen. Das bringt uns zur dritten Frage. Was machen wir denn nun ganz konkret? Aus meiner Sicht braucht es vor allen Dingen Räume zum Lernen, und zwar Räume für ein offenes Lernen, bei dem wir anerkennen, dass die fertige und abschließende Antwort nicht auf dem Tisch liegt, sondern diese Antwort gemeinsam entwickelt werden muss. Und es reicht deshalb nicht aus, einfach Schulungen zu ChatGPT beispielsweise anzubieten, sondern man muss Räume schaffen, wo Menschen miteinander erkunden, ausprobieren können, Fehler machen können, mögliche Lösungen entwickeln können, die auch wieder verwerfen können, anpassen können und dann eben Schritt für Schritt das Lernen weiterentwickeln und besser gestalten können. Damit dieses Lernen in so einer Art und Weise funktioniert, finde ich es ganz wichtig, dass wir uns von einem Entweder-Oder-Denken verabschieden und mehr zu einem Sowohl-als-auch-Denken kommen. Wir haben bei Tools wie ChatGPT oder eben diesem größeren Rahmen künstliche Intelligenz, da haben wir es mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven zu tun. Es gibt die Perspektive, unwahrscheinlich fasziniert davon zu sein, was dieses Tool jetzt plötzlich alles kann. Es gibt ganz genauso die Perspektive, ganz massiv eine Kritik zu haben, was da eigentlich mit dieser Vermarktung von KI in der Bildung passiert. Es gibt die Perspektive, ganz große Potenziale zu sehen. Es gibt die Perspektive, ganz große Gefahren zu sehen. Es gibt die Perspektive zu sagen, wir müssen das jetzt ganz viel und ganz umfassend nutzen, und es gibt die Perspektive, die ist, wir müssen den Kontext in den Blick nehmen und uns auch überlegen, was da drumherum passiert, beispielsweise mit unseren Daten oder mit der Art und Weise, welche Ressourcen diese Tools verbrauchen oder wie diese Tools auch entwickelt werden und was da dahinter steht. All diese Perspektiven sollten wir nicht im Sinne von ein Entweder-Oder gegeneinander stellen und uns für einen Weg entscheiden, sondern wir müssen anerkennen, dass wenn wir gemeinsam lernen wollen und für so ein komplexes Thema Lösungen finden wollen, dass wir diese unterschiedlichen Perspektiven brauchen, dass wir mit denen arbeiten müssen und dass wir basierend auf diesen unterschiedlichen Perspektiven und dieser Vielfalt und dieser Komplexität überhaupt nur fähig sind, einen möglichen Weg zu finden und an dem dann auch immer wieder weiter zu arbeiten. Und auf diese Weise kann es dann, glaube ich, auch gelingen, dass wir zu einem Lernen kommen, was ein gutes Lernen in dem Sinne ist, weil es Lernende dazu ermächtigt, sich im Austausch mit anderen in die Gesellschaft einzubringen und jetzt und in Zukunft ein gutes Leben zu gestalten für sich selbst und auch für alle anderen.